Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Henrys Geheimnis 2. Erstmal muss ich mich dafür entschuldigen, dass jetzt so lange Zeit kein Part mehr kam. Das lag daran, dass ich wieder in Deutschland war, ich hatte meine Prüfung, ich habe alle Prüfungen bestanden, ich habe jetzt meine Bühnenreife. Wupp, wupp. Die Valkyrie ist jetzt Schauspielerin und Sprecherin und freut sich da sehr drüber. Aber jetzt bin ich wieder zurück in Österreich, habe wieder ein bisschen Zeit, kann wieder aufnehmen. Das größte Bürokratische ist auch schon über die Bühne gebracht und genau, das heißt, ich kann mir jetzt auch wieder ein bisschen die Zeit nehmen für Henrys Geheimnis und andere Projekte. Gut, wo sind wir stehen geblieben? Bei Lailas und Jasmines Nagellackabend. Und schon irgendwie komisch, so über Jade zu reden. Mit dir, wo wir nun wissen, dass es in Wahrheit Henry ist. Wem sagst du das? Ich kann mich ja noch gar nicht richtig an seinen neuen Look gewöhnen, geschweige denn an den ganzen Rest. Mir ist aufgefallen, dass du alle deine Jay-Poster abgenommen hast. Oh, selbstverständlich. Alles andere wäre doch mega schräg. Auch wenn er immer mein Lieblingssänger bleiben wird, ist er doch in erster Linie der Freund meiner besten Freundin. Nur den Kalender konnte ich nicht weggeben. Der war schließlich Clemens Weihnachtsgeschenk. Das ist echt daneben. Dafür hat bestimmt jeder Verständnis. Jasmine nickt. Jetzt ist mir auch klar, warum Henry an dem Abend, als ich es ausgepackt habe, so peinlich berührt war. Ich kenne ihn ja mittlerweile etwas besser. Und ich wage mir gar nicht auszumalen, wie viel Überwindung es ihn gekostet haben muss, solche Fotos aufzunehmen. Jetzt, wo ich weiß, dass es Henry ist, nehme ich diese Fotos ganz anders wahr. Ach. Was denn? Es ist hart. Wir sehen uns leider nicht so oft, wie wir gern würden. Dadurch, dass sein Zeitplan so streng ist und wir beide noch bei unseren Eltern wohnen, haben wir nicht wirklich viel Privatsphäre, wenn du verstehst, was ich meine. Das muss echt nervig sein. Und wie? Wann immer ich ihn sehe, würde ich ihn am liebsten anspringen. Wir kichern beide. Und du? Hast du den großen bösen Wolf mittlerweile kennengelernt? Ich benutze absichtlich dieselben Worte wie Clement, als er erfahren hat, dass Henry und ich offiziell zusammen sind. Sie verdreht die Augen. Du klingst ja wie Clement. Ich weiß. Doch dann werde ich wieder ernst. Ich spüre, dass meine Freundin sich mir anvertrauen möchte. Ich möchte noch ein bisschen warten. Fühlst du dich denn nicht zu ihm hingezogen? Naja, Laila. Also das eine hat mit dem anderen ja nun wirklich gar nichts zu tun. Oh, doch. Sogar sehr. Aber ich weiß auch nicht. Er wünscht es sich zwar auch sehr, aber ich brauche einfach noch etwas Zeit. Glaubst du, er verliert irgendwann das Interesse? Findest du das bescheuert? Dass ich zu prüde bin, sollte ich vielleicht... Ich schneide ihr das Wort ab. Jasmine, hör auf. Ja, ich weiß ja, aber du... Ihr wusstet es so schnell. Wolltet es so schnell. Jasmine. Das war bei mir so. Bei Henry und mir. Jeder bringt sein Verlangen anders zum Ausdruck. Manche haben es eilig. Andere haben zwar Lust, wollen sich aber Zeit nehmen. Wichtig ist, dass man darüber redet. Und ja, ich persönlich gehöre eher zur ungeduldigen Sorte. Aber auf diesem Gebiet gibt es einfach keine Regeln. Ich habe nur Angst, dass er das Warten irgendwann leid wird. Ich kann mir vorstellen, dass er es eilig hat. Aber er liebt dich. Und darum wird er sich ganz sicher gedulden. Früher oder später wird er es sicher leid. Aber das ist gerade nicht entscheidend. Diese letzte Antwort ist so bitchy. Und in Anbetracht der Tatsache, dass er total vernarrt in dich ist, stellt sich die Frage nicht mal.
Es belastet mich schon ein wenig. Wir kennen uns schon so lange. Verstehe ich doch. Du musst deinem eigenen Tempo folgen. Das ist völlig normal. Wir haben schon ein paar Nächte zusammen verbracht. Aha. Sie wird rot. Er hält sich sehr zurück. Und es ist häufig ein Thema. Clément redet darüber viel lockerer als ich. Aber ich weiß, dass auch er ein wenig Angst hat. Irgendwie beruhigt mich das. Ganz schön dumm, oder? Nein, überhaupt nicht. Nur weil er ein Mann ist, heißt das nicht, dass er sich keine Sorgen macht. Ganz im Gegenteil. Zerbrich dir deswegen nicht den Kopf. Wenn der Moment kommt, werdet ihr schon wissen, was zu tun ist. Da habe ich nicht die geringsten Zweifel. Danke, beste Freundin, für diese weisen Worte. Du klingst schon wie eine richtige Expertin. So ein Quatsch. Sag mal, Kleines, ich habe Henry schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Trefft ihr euch überhaupt noch? Machst du Witze? Kommt mir vor, als würde er sein ganzes Leben hier verbringen. Dein Vater und ich arbeiten tagsüber, falls du das vergessen hast. Ich auch, falls du das vergessen hast. Alex hat einen Sommerjob in einer Bar ergattert. Meistens arbeitet er abends bis spät in die Nacht. Wir haben ja wohl kaum die gleichen Arbeitszeiten. Und eigentlich war die Frage an deine Schwester gerichtet. Wow, Papa, ganz schön rebellisch. Alex, etwas mehr Respekt bitte. Du führst dich auf wie ein Kleinkind. Ja, Papa, ich sehe Henry ziemlich oft. Wie geht's ihm denn? Ich würde gerne mal seinen Vater kennenlernen. Ich zucke zusammen. Oh. Wirst du schon noch. Hoffentlich. Eines Tages. Vielleicht. Papa hat sich bereits an Henry gewöhnt. Sie verstehen sich super. Entgegen aller Erwartungen war er ihm wegen des Streits, der mich zu Beginn des Sommers so mitgenommen hat, nicht böse. Ihr gutes Verhältnis geht meinem Bruder spürbar auf die Nerven. Mit Henry können meine Eltern über gesellschaftliche Themen diskutieren, die ihnen sehr am Herzen liegen. Etwas, das mit Alex nie möglich war. Ich glaube, er ist eifersüchtig. Ich für meinen Teil bin überglücklich, dass es so gut läuft. Auch Mama hat Henry ins Herz geschlossen. Ich blicke zu meinem Handy. Eine SMS von Henry. Aber in Gegenwart meiner Familie traue ich mich nicht, sie zu lesen. Nicht, dass noch jemand etwas Geheimes entdeckt. Ich stehe unauffällig auf und gehe in mein Zimmer. In meinem Zimmer kann ich mich endlich ganz Henrys SMS widmen. Endlich habe ich einen Moment alleine. Hab noch lange mit Jim geredet. Er ist echt nett. Ständig hat er betont, dass seine Töchter riesige Fans von mir sind und er auch meine Musik toll findet. Die Sendung ist sehr gut gelaufen. Mein Vater ist zufrieden. Jim? Da frage ich mich jetzt gerade, ist das eine Anspielung auf Jimmy Kimmel? Der hieß doch so, oder? Dieser amerikanische Talkshowmeister, das wäre schon ultra witzig. Schnell checke ich Jays Profile in den sozialen Netzwerken und entdecke ein Foto von den beiden. Henry, also Jay, steht neben Jim Houseman, dem derzeit bekanntesten Moderator. Ja, safe. Das ist irgendeine Kombi daraus. Die heißen doch alle so. Jim, Jimmy, whatever. Beide Männer scheinen das Zusammentreffen genossen zu haben und posieren fröhlich lächelnd für die Kamera. Ich freue mich für ihn. Wie gern ich doch dabei gewesen wäre. Ich ändere meine Antwort. Wird sicher eine super Sendung. Kann's kaum erwarten, sie zu sehen. Und was machst du morgen? Ich habe ein paar Termine mit meinem Vater und ein Fotoshooting. Wie du siehst, habe ich keine Minute für mich. Ja. Ach, du schaffst das schon. Danke.
Ich rufe dich morgen an. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich starre ins Leere und seufze. So langsam gewöhne ich mich an diesen Aspekt seines Lebens. Und ich kann nicht umhin, stolz darauf zu sein, dass er mein fester Freund ist. Wenn ich sehe, wie er sich abmüht, um den riesigen Berg an Arbeit und Verantwortung zu bewältigen, dann bin ich voller Respekt und Bewunderung für ihn. Mein Handy nach wie vor in der Hand, werfe ich einen weiteren Blick auf das Foto, das ihn mit Jim auf der Fernsehbühne zeigt. Das ist Henry. Das ist sein Leben. Bist du da? Wie gewöhnlich wartet mein Bruder meine Antwort gar nicht erst ab, sondern kommt einfach ins Zimmer. Du solltest auf meine Erlaubnis warten, bevor du reinplatzt. Jetzt hab dich nicht so. Ich hab doch geklopft. Das muss als Warnung reichen. Hey, das ist ja Jay. Wie, was? Alex hat sich über mein Handy gebeugt. Glotzt du jetzt Fotos von dem Typen an, oder was? Ich finde, du interessierst dich in letzter Zeit etwas zu sehr für ihn. Du hast auch zu allem eine Meinung, was? Also, was das angeht, da muss ich dir etwas sagen. Und? Was wolltest du so Wichtiges? Ah, stimmt ja. Was hältst du davon, wenn wir unsere Partie, die Abenteuer des Archäologen, von heute Morgen zu Ende spielen? Okay. Ich komme gleich. Aber vorher gibt es neue Nachrichten, und zwar von Caroline. Schatz, heute Abend gibt es Pizza. Kommst du zum Essen? Du weißt schon, wie du mit deiner Tochter reden musst. Aber natürlich. Hab dich lieb, allerbeste Mama. Ich dich auch, mein Schatz. Bis heute Abend. Was isst Lila denn gerne für Pizza? Also ich persönlich, ich präferiere Prosciutto, Rucola oder was auch richtig gut ist, ist Pizza belegt mit Sauce Hollandaise, dann Brokkoli obendrauf und dann, keine Ahnung, Prosciutto oder so. Das ist... Oh, yum. Darüber geht nichts. Ich muss noch ein paar Sachen für das neue Schuljahr besorgen. Ich werfe einen Blick auf Jasmines Bedarfsliste. Wow, die ist wirklich ganz schön lang. Für ihre Modedesign-Schule braucht sie haufenweise Material. Ihr habt so ein Glück, dass es bei euch erst im Oktober losgeht. Bei dir, Clément, und sogar Henry. So habt ihr einen Monat länger Ferien. Nur ich muss schon im September wieder hin. Ach, du schaffst das schon. Aber wir werden zum ersten Mal nicht zusammen sein. Ach, ich weiß. Das gefällt mir genauso wenig wie dir. Ihr dürft eine ganz neue Umgebung erkunden. Neue Leute kennenlernen. Während ich... So niedergeschlagen wegen eines Schulanfangs habe ich dich ja noch nie erlebt. Ihr wisst alle schon genau, was ihr mit eurem Leben machen wollt. Und ich... Ich stagniere nur. Jetzt setz dich doch nicht so unter Druck. Ich hab's dir schon öfter gesagt. Nur weil du dich jetzt für die eine oder andere Ausbildung entscheidest, bestimmt das noch lange nicht dein Leben. Korrekt. Und über den Fakt haben wir ja auch schon vor ein paar Folgen gesprochen, also... Kopf hoch! Und unseres auch nicht. Wir haben das Recht, uns zu irren oder auch mal den Studiengang zu wechseln. Du hast mir doch neulich erst gepredigt, dass es keine festen Regeln gibt. Tja, bei unserem Berufsweg ist das genauso. Du hast sicher recht. Aber was, wenn ich die Ausnahme von der Regel bin? Ach, denk mal optimistisch, Girl. Lust auf eine kleine Pause? Oh ja, ich bin am Verdursten. Ich liebe es, neben meiner Freundin zu sitzen und genüsslich an meiner Grenadine zu nippen. Ich habe es wirklich vermisst, Zeit mit ihr alleine zu verbringen. Ach. Was? Sie starrt auf ihr Handy. Ihre Miene verdüstert sich. Nichts wirklich Schlimmes, nur... Es ist...
Jay. Ich richte mich kerzengerade auf. Was? Was ist denn los? Gibt's ein Problem? Nicht direkt. Sie zeigt mir ihr Handy. Auf einem Foto sieht man Jay, wie er die Straße entlang geht und versucht, den Paparazzi zu entkommen. Der Titel des Artikels lautet: Wohnt Jay in Paris? Voili Voilou ermittelt. Ich blicke zu Jasmine. Glaubst du wirklich, dass sie ihm nachspionieren? Sie irren sich. Er wohnt überhaupt nicht in Paris. Oh. Sieht ganz danach aus. Das gefällt mir gar nicht. Stell dir nur vor, was passieren würde, wenn sie irgendwann... Wenn sie eines Tages herausfinden... Wenn sie erfahren, dass... Ey, kein Grund, sich verrückt zu machen. Ich bin mir sicher, er weiß genau, was er tut. Stimmt. Weder Antoine noch Henry würden je etwas Unvernünftiges tun. Außerdem ist über sein Privatleben so gut wie nichts bekannt. Jay steht im Ruf, eines der zurückgezogensten Leben in der Branche zu führen. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Aber ich spüre, dass dieser Artikel nichts Gutes verheißt. Oh, Lila, wenn du wüsstest. Dieses Fotoshooting hat echt ewig gedauert. Puh, wem sagst du das? Aber du hast volle Leistung gebracht, wie immer. Nachdem auch die letzte Person meine Garderobe verlassen hat, bin ich mit meinem Vater allein. Endlich. Auch wenn ich an die Aufregung gewöhnt bin, fällt in solchen Momenten stets eine große Last von meinen Schultern. Du hast jetzt eine knappe Stunde Pause. Heute Abend sind wir im Restaurant verabredet. Okay. Zieh dich um und ruh dich etwas aus. Danke, Papa. Kurz bevor er die Tür erreicht, bleibt er noch einmal stehen. Henry? Ja? Grüß Lila von mir. Er zwinkert mir zu und verlässt den Raum. Am liebsten würde ich auch gehen und Lila treffen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um Lila anzurufen. Ich nutze den freien Moment, um mich auf die Couch sacken zu lassen und mein Handy hervorzuholen. Sie nimmt sofort ab. Henry! Wie jedes Mal, wenn ich sie meinen Namen sagen höre, muss ich lächeln. Mit einem Mal ist die aufgestaute Anspannung verflogen. Hallo Lila. Endlich habe ich ein paar Minuten für mich. Wir sind eben mit einem Fotoshooting fertig geworden. Das hat sich furchtbar in die Länge gezogen. Was ich nicht alles geben würde, um bei diesen Shootings dabei zu sein. Glaub mir, du verpasst nichts. Bloß ein Haufen Leute, die hektisch herumrennen. Für nichts und wieder nichts. Klingt, als würde ich es lieben. Wenn du meinst. Du, sag mal... Ja? Ich habe vorhin auf der Webseite von Voili Voilou ein Foto von dir gesehen. Wie du in Paris die Straße langläufst. Oh, das. Sehr besorgt klingst du ja nicht. Tja, und da haben wir die AP-Grenze erreicht. Wie Henry damit umgeht und warum er nicht besorgt ist oder nicht besorgt klingt, das erfahren wir dann morgen im Part. Nee, nicht morgen. Entschuldigung, Macht der Gewohnheit. Nein, wir sehen uns nicht morgen. Ich werde wahrscheinlich wieder so eine Woche brauchen, bis ich mit der Aufnahme fertig bin, weil ich jetzt, wie gesagt, keine AP mehr kaufen möchte. Und es wird wahrscheinlich auch nur noch einen Part geben oder vielleicht zwei oder so. Und dann sind wir sowieso durch. Und dann sind wir finalement fertig mit Henrys Geheimnis. Es folgen allerdings noch ein paar Videos Richtung Musik und alle Illustrationen. Das habt ihr euch ja gewünscht. Und das werde ich euch auf jeden Fall auch noch geben dann. Gut, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und dann sehen wir uns die Tage. Bis dahin. Bye bye und tschüss.